Hi Leute, hier ist mal wieder Gadur und heute mit etwas Neuem auf dem Markt. Dem Chashi-Pulver. Es war ja jetzt schon öfters mal die Frage, gibt es das schon, habt ihr nur Samples, weil ich habe es schon auf meinem Blog gepostet. Ich zeige euch mal so die Dose im Ganzen. Und wenn ihr im Hintergrund so ein bisschen Gemecker hört, das ist meine Tochter. Das ist das typische abendliche Zu-Bett-Gehe-Gezicke. Also hier habt ihr, weiß nicht, was der Autofokus hat. Warum der so rumspinnt. Ja gut, 2 Teelöffel auf 1 Liter. Hier ist ein Pinguin drauf. Hier steht Inuit. Hier oben steht Vielsee-Inuit, das möchte ich jetzt nicht, und dass 120 Gramm drin sind. Was ist Chashi? Chashi ist ein aromatisierendes Pulver für die Bowl. Es enthält Zitronensäure, Aroma und das war's. Also irgendwas, das sich auflösen lässt in Wasser und Aroma. Eigentlich wäre das die Grundzutat für ein Getränkepulver. Ich weiß nicht mehr, wie die heute heißen. Früher, als ich sowas noch getrunken habe, hieß das Quench oder was weiß ich. Gibt es bei Aldi, Tengelmann, Lidl und Tralala. Ich will ja jetzt keine Schleichwerbung machen. Und wird übrigens von der Firma Aladdin hergestellt. Ja, Company, Aladdin, Wiesbaden. Und wir sehen es hier, man darf es nicht bei McDonald's verkaufen. Ne? Das steht hier neben. Nein, es ist einfach nur, man soll es nicht essen, man soll es nicht trinken. Ja, wie sieht das Ganze aus? Ich hoffe, ich kann das jetzt mal so ein bisschen zeigen. Ja, sieht man doch ganz gut. Das ist hier so ein blaues Pulver. So ein hellblaues und ja. Vom Geruch her ist es wirklich 1:1 zu diesen Eisbonbons. Also es gibt ja so verschiedene Tabake, die wollen so das Eisbonbon imitieren. Aber ich sag mal, das ist hier am besten gelungen. Ja, das gefällt mir gut. Riecht also wirklich wie diese Eisbonbons, die man kennt. Gibt so große Tüten, steht groß Eisbonbon drauf. Nein, ich werde jetzt kein Bild einblenden. Und ja. Wie wird das Ganze angewendet? Das ist jetzt natürlich sehr schwer. Also, dann drehen wir das mal um. Sagen der Kamera mal, komm ein bisschen runter. Und dann stellen wir hier das Glas hin und ja, dann nehme ich, gut, ich will jetzt keine 2 Teelöffel nehmen, weil ich nicht weiß, ob das hier im genauen Liter ist oder nicht. Und ich habe es auch schon mal ausprobiert und ich persönlich nehme 1,5 Teelöffel, gestrichene Teelöffel, so, einmal und einen halben ungefähr und zack rein. Ja, und ihr seht auch gleich, das hat mich so ein bisschen erschreckt, das Wasser wird blau. Ich schüttel das jetzt noch mal so ein bisschen, vermischt es und man sieht, das Wasser ist blau. Ist noch ein lustiger Nebeneffekt. Und ich rieche hier natürlich das Eisbonbon-Aroma. Ich nehme mal hier so einen Kochlöffel und rühre das rum, damit sich das wirklich alles auflöst. Ich habe mir auch erst gedacht, Mensch Leute, man muss sich nicht jeden Scheiß in den Kopf hauen und was ist das jetzt schon wieder und das funktioniert doch gar nicht. Aber ich muss euch sagen,
Seid gespannt auf mein Fazit. Gut, ich werde jetzt ein Köpfchen bauen und dann sehen wir uns beim Rauchen wieder. Zum Rauchen werde ich den Miso Kirsche nehmen, weil der schön fruchtig, schön intensiv ist und mal gucken, ob das Zeug da was bewirken kann. So, da bin ich auch schon wieder zurück mit Chashi, dem Geschmack für die Bowl, mit dem Pulver, was sich in die ins Bowlwasser einrühren lässt. Ich habe euch ja schon alles gezeigt, wie es aussieht, wie die Verpackung ist, wie es eingerührt wird, dass das Wasser schön blau wird. Und ja, wie gesagt, ich zeige euch oben dann noch ein kleines Video, wie das Ganze aussieht beim Rauchen. Ist vielleicht nicht so ganz synchron mit meinem Rauchen, aber nur, dass man mal ein Bild hat. Das wird vielleicht ein bisschen schäumen, weil ich den Diffusor drin habe. Und ja, aber ihr seht es dann ja selbst. Okay, ich habe den Miso Kirsch genommen, weil er ja eigentlich ein sehr geschmacksintensiver Tabak ist und ich mal testen wollte, ob das auch bei so einem geschmacksintensiven Tabak geht. Und ja, ich rauche es jetzt einfach mal. Der raucht ganz gut, der Miso Kirsch. Also, das überdeckt den Miso-Kirsche nicht, aber man hat diesen schönen Eisbonbon-Geschmack mit dabei. Es kratzt nicht, es drückt nicht. Es ist einfach nur super frisch, super lecker. Passt auch sehr gut zur Kirsche. Es gibt das Ganze noch in Erdbeer, Orange, Honigmelone, Minze, Apfel. Die riechen auch alle ganz gut. Und ich war wirklich, ich bin jetzt oder war beim ersten Mal rauchen und bin es auch immer wieder sehr positiv überrascht, wie gut das ist. Wie gesagt, so groß schädlich wird es nicht sein. Es ist Zitronensäure und Aroma. Das ist alles. Gut, essen oder trinken solltet ihr es nicht. Aber für die Bowl ist es in Ordnung. Mit dem Farbeffekt, das ist auch ganz lustig. Die Dose kostet 8,90 €. Gut, 8,90 € ist eine Menge drin, 120 Gramm. Wenn man bedenkt, dass man davon allerhöchstens zwei bis, je nach Größe der Bowl, vielleicht auch mal zweieinhalb bis drei Teelöffel braucht. Und ja, finde ich eine gute Sache. Gefällt mir gut, war ich am Anfang nicht so überzeugt von. Ich habe gedacht, was ist denn das wieder für ein Mist, was da auf den Markt kommt. Aber da muss ich Aladin mal ein Kompliment machen. Das Döschen hier habe ich vom Relax Shop. Dort gibt es auch zu kaufen. Vielen Dank an euch dafür. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn ihr mich abonnieren wollt, bitte tut das. Es würde mich sehr freuen. Am Ende des Videos kriegt ihr nochmal einen direkten Link zum Abonnieren. Da weise ich auch nochmal auf meine Facebook-Seite hin. Und ja, das war's von mir. Wie gesagt, Chashi, von mir eine Kaufempfehlung. Bis dahin, haut rein, euer Gadur.